Er sah vor seinen geistigen Augen irgendwelche Formen. Er hat nie sich hingesetzt und hat gesagt, jetzt mache ich Schmuck. Er hat auf einmal gesagt, ich habe eine tolle Idee. Mein Streben war, selbst zu gestalten, mit den Gesetzen der Physik zu forschen, empirisch zu arbeiten und mit großer Liebe kinetische Entwicklungen im Schmuckbereich, winzig klein, und im großen Bereich. Und da liegt eigentlich mein Wirken und meine Leidenschaft. Mein Mann hat immer gesagt, unsere Welt ist so chaotisch und ich möchte, dass die irgendwann wieder ins Lot kommt. Das ist eigentlich der Grundgedanke zu dieser Kinetik. Mein beruflicher Werdegang ist nicht geradlinig verlaufen. Ich habe zunächst, da ich Segelflieger war und Flugzeugbau studieren wollte, eine Ausbildung gemacht als Maschinenschlosser. Nach dieser Zeit ein Studium der Luftfahrttechnik begonnen. Krieg, Verwundung. Nach dem Krieg die große Frage nach einer beruflichen Existenz. Die tollkühne Entscheidung, Goldschmied zu werden, kam wieder über den Umweg der Zahntechnik. Lehre als Goldschmied. Nach der Lehrzeit Werkkunstschule. Dann hat er eine Professur da bekommen und wir hatten aber immer hier in unserem Haus eine eigene Werkstatt. Er sagte immer, schlimmste ist, wenn ein Lehrer nicht mehr arbeitet, nicht mehr das tut, was er mit den Händen tun kann. Auf den Schmuck meines Mannes ist immer zum Teil aggressiv reagiert worden. Es war was anderes, als man immer machte. Und er hat immer gemacht, ich will nicht den Schmuck machen, der immer gemacht worden ist. Ich will was Neues machen. Er sagt, ein Schmuck muss schmücken, aber er muss eine Form haben. Und das war sein Credo. Ich glaube, er hat wirklich der Schmuckgeschichte da eine Dimension hinzugegeben, die sie bis dahin nicht hatte. Ich finde, in der Kinetik ist noch wahnsinnig viel Unentdecktes.